Servus und willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir sind am Ende hier unten angekommen, wo uns die Vierertür durchgelassen hat. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight up weiter. Ja, und wir gehen hier längs. Ich glaube, das ist der bessere Weg in Anführungsstrichen. Nein. Okay, dann gehen wir hier lang. Oh Gott, das sinkt ja ein. Wie fies. Ja, okay. Also der Weg rechts war gerade der Griff ins Klo, aber hier... der Laser ist aus. Okay. Kann man da durch? Das sieht ganz so aus. Okay, der Laser ist aus, das heißt, wir können das Ding hier schieben. Und darunter. Was bringt uns das? Das Ding leitet um. Haha, jetzt komm. Aufballern. Ja, geil. Ha. Moment, ich schieb's dahin, weil... Genau. Ansonsten schieße ich mir selbst ins Kreuz. Das will ich nicht. So. Geisterlicht. Okay. Ist in Ordnung. Und was ist das? Energiezelle. Okay. Dann hat sich das doch definitiv gelohnt, würde ich sagen. Ja, und bei euch in den Kommentaren. Ich habe gelesen und ja. Ich weiß, dass man hier Backtracking betreiben kann. Und man das auch erst machen sollte, wenn man eigentlich alles an Spielzeug hat. Aber ich will so viel wie es geht finden. Und ja, also... Wenn ich ab und zu fünfmal denselben Spot ablaufe, dann tut es mir leid. Aber ich bin ja eben ein bisschen sehr, sehr eigen. Egal, wir sind hier unten in der Mondgrotte durch. Ich wollte da unten bei, der Rest ist uns noch verwehrt. Das heißt, wir gehen jetzt mal hoch. Und können dann hier beim Ginsobaum die Wasser... Also die Wasserader. Genau, Wasserader hieß das, nicht Wasserquell. Einfach mal einsetzen und dann den ersten Tempel betreten quasi. Ja, passt. Wir müssen da längs. Gut, dann nochmal hier hoch. Ich habe gesagt hier hoch. Okay, erstmal speichern. Weil ich habe gerade gemerkt, dass ich nur 2 Leben noch habe. Das ist das nicht die Welt. Und einmal rüber mit uns. Okay, also ganz so rund läuft das gerade nicht. So, aber... Noch sind wir am Leben. Und das ist erstmal alles, was zählt. Und jetzt können wir hier dann entspannt hoch. Also entspannt in Anführungsstrichen, aber es hat geklappt. Die Dinger da oben geben nur Erfahrung, habt ihr mir gesagt. Aber wir haben jetzt ja doch ein bisschen mehr. Also von diesen Energiedingern. Da gönne ich mir jetzt einfach mal. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Weil dann gehen wir quasi jetzt in unseren ersten Tempel rein. Vielleicht erinnert er mich wirklich sehr an Zelda. Oder ist es mehr so ein Tempel wie bei Metroid? Also mehr so ein ganz eigenes, neues Gebiet quasi. Aber wir werden sehen. Ich bin mal gespannt drauf. Ich habe mich auch seit null spoilern lassen. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier weiterspielen darf. Ich weiß, ich könnte rein theoretisch auch an anderen Tagen wie am Wochenende Ori bringen. Aber ich habe es mir einfach angewöhnt, dass das am Wochenende kommt. Und ich freue mich da auch jedes Mal richtig drauf. Weil es ist einfach ein so schönes Spiel. Was mich auch an... Sieh meine an. Was mich auch an so viele andere tolle Spiele erinnert. Und... Ultralichtstrahl. Okay. Obwohl... Diese eigensame Vitalität verdoppelt. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal 2, 3 gibt, aber das immer nur 1. Wenn es jetzt immer straight up 2 sind, ist das schon geiler. Da war der komische
Die Düsterkröte war hier. Ja, und hier rum, das bringt mir aktuell noch nichts. Also gehen wir einmal nach oben weiter. Gut. Das Einzige, was ich gerne hätte, wäre... Ja, also das Ding, was wir hier haben, ist ja so ein bisschen Auto-Aim. Katze, Katze, geh weg. Also das Ding, was wir haben, ist ja so ein bisschen Auto-Aim. Ich würde gerne noch wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man es irgendwie umstellen kann. Zu sagen, jetzt machst du Auto-Aim, jetzt hast du so eine Art Charge-Attack, also so Wave-Beam, Clear, sonst was. Und Moment. Nein. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir doch schon gewesen und da gab es nichts Besonderes. So. Du kommst einmal weg. Danke. Und. Oh, das sind noch Vierer. Oh. Da ist eine Vierertür, die zum Anfang führt. Okay, jetzt bin ich neugierig. Oh nein, das war die Stelle. Einmal speichern. Okay. Dann mach es eben so und einfach durch. Ja. Hat funktioniert. Jetzt sind wir hier. Da oben war... Ja. Da war das. Aber da war nichts Besonderes, oder? Nee. Doof. Dann einmal triggern, hochkommen lassen und weiter. Oh, das habe ich ganz vergessen, das Ding. So. Wir brauchen noch irgendwas für das Wasser. Ah. Komm mal her. Du darfst gehen. Aha. Da oben muss einer draufjumpen. Okay. Geht's hier weiter? Ja. Das sah so verdächtig aus. Gut. Ah. Deswegen war es Standard gewesen. Okay. Eins fehlt. Das ist so bitter gerade. Das ist so unglaublich bitter, weil dann komme ich zum Anfang wieder. Lass mich doch mal bitte hoch, dummes Ding. Ach, da ist auch... Okay. Ich muss jetzt irgendwo noch so ein Dingsbums finden. Ich habe da unten gespeichert, ja. Okay, never mind. Dann nochmal zurück. Wir wissen, dass uns eins von den Energieteilen fehlt. Oh, da oben. Das war auch noch ein schöner Hinweis. Ich soll doch bitte diese Dinger verwenden. Einmal, um mich aufzuladen. Genau, weil jetzt habe ich wieder volle Leben und volle Energie. Ich soll es einfach verwenden wie so eine Speicherstation bei Metroid. Also das ist für mich so der Hinweis. Und jetzt kann ich hier einfach nochmal durchgehen und habe die volle Ladung. So, komm. Komischer Käfer. Danke. Hier einmal durch. So, und jetzt können wir da easy dieses Vierertor öffnen. Ah. Oh. Oh, er lebt noch. Krass. Hätte ich schnell gedacht, dass er das überlebt. Egal, aber jetzt hier. Einmal öffnen. Und dann kommen wir zum Anfang. Da bin ich mal gespannt. Da oben ist nochmal Erfahrung. Genau, und von hier kommen wir. Das sind die ganzen Dornen, die uns dann quasi umgebracht haben. Und hier sind wir gestorben ursprünglich. Okay. Wir sind ganz am Anfang und es hat uns nichts gebracht. Yay. Ja, da oben komme ich immer noch nicht bei. Gut, dann gehen wir doch mal straight up da runter. Ey, zu dem Teleporter. Weil ich glaube, der bringt uns gerade wirklich mehr. Okay,
Jetzt sehe ich erst, dass wir gut Damage haben. Weil vorher haben wir fast keinen Schaden gemacht. Ah, da hinten, stimmt. Da geht's zu diesem Dornensumpf, Hohlhain. Wir wollen dahin. Und da oben rechts geht's in das dunkle Gebiet, wo mir eigentlich noch vollkommen fehl am Platze waren. Ja, ja. So langsam kehren die Erinnerungen zurück. Genau, und hier sind wir ganz nah. Wo wir hinwollen. Da waren die Dinge, aber das haben wir auch geklärt. Ja, einmal ganz kurz ein Gruß. Ey! Das hat mich nicht geheilt, weil ich nicht gespeichert habe. Egal. Einmal hier bitte einsetzen. So. Und dann auf in den Tempel. Innen verfault. Okay. Also das erinnert mich doch gerade sehr an Zelda, wenn man dann den ersten Tempel quasi hat, den Deku-Baum. Was ist das? Ah. Weil da muss man ja auch quasi in den Baum rein. Und dann, ja, einfach dafür sorgen, dass der Gute sein kleines Spinnenproblem im Inneren los wird. Und da war es ja auch, dass der Deku-Baum am Sterben ist und hier und da. Und das erinnert mich doch auch gerade sehr daran. Nur sind wir kein kleiner Junge, der mit einer Fee durch die Weltgeschichte eiert. So, wir sind ein... Was sind wir eigentlich? Sind wir die letzte Hoffnung in Form von einem lebenden Quell des Lebens? Sind wir einfach nur ein Glühwürmchen, was etwas komisch aussieht? Oh je. Warum würden uns eigentlich alles umbringen? Klar, es wäre sau langweilig, wenn alles mit uns befreundet sein wollte. Aber, das war so obvious. Dieser kleine Vorsprung hier. Und hier nochmal Leben. Da hat sich das Doppelte schon bezahlt gemacht. Okay. Ah. Und diese Krabbler, kann man die kaputt machen? Nein, kann man nicht. Das ist schön aus Metroid. Ich kenne sie auch noch, die gepanzerten Dinger da. Okay. Jetzt geht es quasi von links nach rechts die ganze Zeit. Finde ich das eine... Oh, das war richtig schlechtes Timing. Ich wollte gerade sagen, das finde ich eine coole Mechanik. Aber man sollte auch das Timing nicht verkacken. Jetzt hier nochmal drüber, dann nach rechts. Und von rechts, genau. Das ist cool gemacht mit dem Teleporter. Und diese Dinger da, die man nicht kaputt machen kann, die aber da einfach im Kreis laufen, das erinnert mich wirklich zu 110% an Metroid. Wo bin ich? Ach, da links. Ach, rechts. Gemäue. Dann ein. Komm, lass mal die Wand los. Danke. Okay. Und jetzt denke ich gerade an Donkey Kong. Mit diesem Fässerschießen. Oh, ganz, ganz viele coole Spiele kommen mir hier in den Sinn. Also das verbindet hier Ori richtig genial. Wo komme ich hierbei? Okay. Einmal Leben. Nehme ich an. Ich glaube, das ist so die obvious Variante. Und das ist so die Variante, die jeder Spieler nimmt. So, nochmal Leben. Ah, okay. Das führt mich nur dahin. Ist das... Ah, da kann ich durch. Das ist cool. Moment. Da unten. Da ist doch auch noch was. Da ist doch auch noch was in der Ecke. Ja. Aber die Dinger geben nur Erfahrung, habt ihr gesagt. Ja. Egal, ich nehme alles an Geheimnissen mit. So, lass nochmal hoch. Weil der Weg war ja jetzt nicht so weit. Ups. Lass doch los. Warum? Warum sollte ich...
Au. Wollen, dass du dich in den Dornen festhältst, mein Guter. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay. Wir hätten es fast geschafft, zu springen, zu schießen, Doppelsprung und ranzukommen. Aber dann hat mich doch Skill verlassen. So, einmal rüber. Zum Glück machen die nichts. Also die Dinge schon. Die schießen ja nach mir. Ich habe immer Angst, dass ich aus Versehen in den Stachel reinhüpfe bei ihm. So. Und ich habe eine von euren Regeln wieder missachtet, nämlich möglichst oft speichern. Das hätte mir hier einiges erspart. Aber Gott sei Dank habe ich nicht viel verloren. So, dann geht's hier weiter. Nach, ja, rechts rüber, dass ich links rauskomme. Wer kennt's nicht? So. Dann hier nochmal springen, kurz warten. Nicht ungeduldig werden. Ja. Oh, okay. Dann hier nochmal rüber. Dabei. Und hier oben. Das hole ich mir gleich. Da muss ich halt nochmal zurück. So. Und jetzt hier einmal speichern. Dann geht es hier oben weiter in den Parcours. Falls der Gute wieder das Bedürfnis hat, sich an den Stacheln festzuhalten, gehen wir jetzt immerhin zwar drauf, aber müssen nicht so weit latschen. So. Der Weg daneben rechts war nur für Energie quasi und Leben. Leben sind voll, aber Energie würde ich gerne mitnehmen, weil die fehlt uns ein bisschen. Wie viel gibt's? 3, okay. Ah. Ich muss so längs. Weil ansonsten komme ich ja wieder zurück. Und komm. Hüpf. Und hüpf. Sehr schön. Komm. Ja. Und jetzt geht's hier oben links weiter. Ah, die Leben spare ich mir mal auf. Oh nein. Nicht sterben. Okay. Das war fies. Aber immerhin müssen wir nicht so weit latschen, weil ich habe gespeichert. Das werde ich hier gleich nochmal machen, wenn ich die große Energiekugel da unten geholt habe. Werde ich nochmal speichern, damit ich ja nicht nochmal hoch und runter latschen muss die ganze Zeit. So. Das hätten wir. Und jetzt geht es hier oben weiter. Oh, was ist denn da passiert? Uri, hör auf mit den Dornen zu knutschen. So, hier speichern. Oh, ah ne. Okay, hier, jetzt ist es das. Oh, was, wo? Okay. Hier rein. Dann komme ich dabei. Was passiert denn da? Also eben gerade, ich springe da in das zweite Loch rein. Und hier geht's dann, hör auf dich festzuhalten, darüber. Ah, und ich falle direkt straight up darunter. Okay. Jetzt langsam raff ich, was da passiert. Okay. Und speichern. Das war doch eigentlich gar nicht so schwer. Weil wir uns einfach angestellt wie der letzte Mensch. Okay, und hier verstehe ich. Hier muss ich das da einfach rüber. Genau, und jetzt ballert hier das Ding durch. Und dann müsste der Schuss dann auch gleich noch in das Portal gehen und den Baum oben frei machen. Und ich muss dann derweil mit dem anderen Teil hier. Ah, okay. I see. Verstehe. Genau. Okay. Den muss ich da beischieben. Genau, weil der fällt dann oben bei. Und der kommt dann so hin. Und kommt oben bei. Ah, nee. Das war ja die Sache. Zack.
Die führen beide da oben bei. Dann kann ich den dahin und dann schießt der mir gleich daneben den Baum frei. Okay. Das Rätsel war gar nicht mal so schwer. Es ist ganz cool gemacht. Und jetzt kann ich hier weiter. Ja. So, hier kriege ich nochmal ganz viel Energie und Leben. Dann wollen wir doch auch gleich mal speichern. Nicht, dass mir gleich noch... Aha. Der Schuss kommt hinterher. Ich würde ja bei einem Souls-Game sagen, hier kommt ein Boss und... Ja. Das sieht ganz so aus. Okay. Oh. Ja, der hat gut Leben. Au. Okay. Wenn mit den Charge-Angriffen ist der echt easy. Ah, okay. Ich habe keine mehr. Aber dreimal und das war's. Okay, so ein richtiger Endboss war das nicht. Das war mehr so, jo, ich saug dir die Energie raus oder du musst jetzt was anderes verwenden. So. Hier habe ich Kartenteile. Ah ne, Schlüssel sind das. Ja. Das war einfach. Speichern. Und hier falle ich durch und komme dann oben bei. Ja. So langsam verstehe ich die Mechanik, wie der Baum funktioniert. Und okay, du willst 4 Teile haben. Verstanden. Dann hier. Oh. Der zerbricht. Oh. Okay. Der ist echt ein bisschen marode, aber zack, zack. Jo. Einmal einsetzen. Okay. Das lief jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan mit dem einen. Was ist das? Okay, das ist einfach nur Deku. Oh, eine neue Fähigkeit. Hm. Okay, die Schreie ist ansetzen. Dann gönnen wir mal. Mal gucken, was es gibt. Und? Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Okay. Oh, das ist cool. Oh, das ist sau cool. Okay. Und. Okay. Das ist echt mega. Du kannst deine Feinde stoßen. Okay. Ja. Aha. Das ist cool. Das heißt, ich kann jetzt mich auch wehren. Ah, okay. Auch ohne, dass ich hier Bewaffnung habe. Aber ich soll ihn eigentlich verwenden, um hochzukommen. Ich hab's verstanden. Einmal speichern. Jetzt muss ich kurz warten, bis der respawnt. Und wenn er in der Luft ist, springe ich quasi durch ihn weiter. Genau. Und jetzt kriege ich es nochmal beigebracht bei den Projektilen. Ah, zack. Ja. Ah, ne. Hier. Heilung hätte ich ganz gern. Oh, das ist so cool. Ah. Genau. Und jetzt muss ich hier ganz kurz die Sachen nach oben schleudern. Und jetzt hier nach unten. Genau. Jo. Also die Fähigkeit macht mir echt Spaß. Die ist cool. Okay. Läuft. Aha, und bei dir muss ich das so rumschleudern. Okay. Ja, nehme ich an. Ich bin fast tot. Ah, Seelenverbindung. Danke. Und läuft. Okay, und der müsste gut kommen. Der müsste gut kommen. Ja, passt. Oh, nett getroffen werden. Und nochmal leben. Sehr schön.
Na, war nur Erfahrung, aber ein bisschen Leben. So, mit der neuen Fähigkeit am Wiggle und der Tatsache, dass ich mittlerweile gut im Game vorankomme, also ich finde, dass wir gut vorankommen, wir sind hier im neuen Tempel, würde ich sagen, beende ich den Part für heute. Über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich sehr freuen. Ansonsten passt auf euch auf, genießt die schönen Tage und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.